Guten Morgen. Wie sieht's aus heute? Ich installiere die Kamera in dieses Teil, in das Gefängnis, Kameragefängnis. Einmal öffnen. Zu. Zu. Aber ich darf nur von 6 bis 18 Uhr? Ist ja auch wichtig, wir sehen ja nicht, wann ich aufmachen darf. Und andere Läden, die der Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben. Hol mal den Chip. Lad mal den neuen Block hoch. Allgemeine Verunsicherung. Quasi. Achso, den brauchen wir ja. Gut, dann lade ich jetzt den Block hoch und gehe danach gleich in den Keller, weil es ist jetzt schon 8.55 Uhr. Also ich werde mal kurz unten gucken und naja, mal sehen. Nochmal die Vergangenheit von Sammeln. Sammelte. Aber das ist ja, das ist perfekt, Mama. Sammeltest. Sammeltest, ne? Ja. Oh, du sammeltest mit mir zusammen reichlich. Ja, also geöffnet bleiben darf ganz klar Fahrradläden. Werkstätten, Kfz, Fahrräder und steht auch nochmal extra Fahrradgeschäfte. Das ist auch Dienstleistung. Komm hier jetzt, Katz, unser Paket ist auch cool, Lieferdienste spät. Also ist immer noch aktuell von gestern Dienste. Na gut, dann mach ich auf. Tja, mal gucken, was das hier für ein Tag wird doch. Also eigentlich ist jetzt Tag 1, wenn man so will, alle Läden zu. Jetzt wird die Langeweile der Leute auch nicht mehr befriedigt, also einkaufen zu gehen. Einfach, wenn sie Bock haben, bummeln, shoppen, das fällt aus und ja, ich darf aufhaben. Also ich bin weiter am Ball, direkt an der Front quasi. Schon kurios. Interessant wird es ja mit der Ausgangssperre dann, falls es kommt. Geil. Geil, geil, geil. Man kann jetzt einfach hier rauflaufen. Ja. Toll, toll, toll. Finde ich gut. Also keine großartigen Belastungstests machen, aber man kann rauflaufen. So, ich mache jetzt mal ein Schrottrad fertig, damit man was zum Anbieten hat. Für Leute, die noch dringend ein Rad brauchen. Wollte ich eigentlich nicht mehr machen, aber angesichts der Situation muss ich das machen. Na mal los. Mann, ich muss das sein. Ja, was die sich alle kümmern. Moin. Was die sich alle kümmern. Bin ja gestern auch weggefahren. Aber um 9 Uhr habe ich 10 Uhr schon am Meister See raus zu meine Freundin. Ja. Die U-Bahn war leer. Die Bus durfte auch bis vorne einsteigen. Alle im Kopf. Ja. Die Koffer, die man an der Hamsterkäufe und dann auch. Stimmt was nicht. Dings, Robert hat gestern auf mich getroffen, hat mir seine Adresse gegeben, hat er, wenn ich was brauche, sagt er, soll ich, wenn ich was brauche, soll ich ihm anrufen, ja. Unglaublich, unglaublich. Was man sich hier anhört. Keiner ist gezwungen, meine Vlogs zu gucken. Ganz einfach. Wollte ich jetzt nochmal grundsätzlich sagen an alle, die irgendwie das nicht mögen, wie das gemacht ist und bla. Die Scheiße hat man immer. Man hat immer die, die gut finden und man hat immer die, die Scheiße finden. Und die, die Scheiße finden, finden Scheiße. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst Bonbons verkaufen. Trotzdem finden sie die Bonbons Scheiße.
Man kann das Leben locker sehen, trotzdem finden sie es scheiße, weil sie gerne depressiv sein wollen. Das ist so, das ist nun mal so. Ich mache hier weiter, ich bin weiter fleißig, wie ich schon immer im Leben war, ganz einfach. Und das ist keine schlechte Eigenschaft. Das Rumgezeter da von einigen, ne? Das ist doch wirklich, das bringt doch gar nichts. Bringt überhaupt nichts. Ich suche überhaupt nicht zum Meckern. Ich suche hier nicht zum Meckern. Nee, nee. Oh, wieder was gefunden. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Oh, das gefällt mir nicht, wie er das macht. Das gefällt mir nicht, wie er das macht. Ja, ich bin ja auch nur da, um eine Person glücklich zu machen hier. Ja, solange wie man zu ihr brauchen, ist es immer gut, wa? Da wird immer, und hier, ach ja, und Tommy weißt du hier, und Tommy weißt du da. Aber dann auf einmal, irgendwas schlägt einen quer. Und auf einmal ist dann alles schlecht, alles schlecht. Die Kinder sind schlecht. Der Tommy ist mega bescheuert. Und Mann, ihr solltet auch eigene Probleme haben. Jeder hat hier seine eigenen Probleme. Also bitte kümmert euch um eure eigenen Probleme. Ich kümmere mich um meine Probleme auch. Ja, und um die Probleme von anderen hier. Wie zum Beispiel, dass sie kein Fahrrad haben gerade. Dass das eine ganz scheiß Situation gerade ist, das wissen wir alle. Ich mache mich darüber nicht lustig, sondern ich sehe es einfach nur, wie es ist, dass es so ist. Ich sehe es locker, ich sehe es so, dass ich es persönlich nicht ändern kann. Und ich bin nicht der Einzige, der dann eben sagt, Mensch, dann bist du mit ein bisschen Humor, ist dem Ganzen auch manchmal schon geholfen. Sei tolerant, dass der eine so mit der Sache umgeht, der andere so. Und ja, er stellt das alles ins Netz. Oh Mann, oh, wie verwerflich. Oh, er stellt das alles ins Netz, ey. Das ist ja fast so, als würde man eine Leiche im Wald filmen. Also wenn ich mir manche Kommentare durchlese auf auch anderen Videos oder so bei anderen Seiten, das ist ja furchtbar, wie voller Hass die Leute stecken. Aber es scheint auch normal zu sein. Hass muss es immer geben, der muss ja auch raus irgendwie. Bitte, immer ran. Ich wünsche allen, dass sie die Seuche nicht bekommen, natürlich. Und allen, die es haben, dass sie das gut überstehen. Das sei abschließend dazu nochmal gesagt. Fertig aus, mehr nicht. Thema beendet. Ach, das schleift da unten. Dann machen wir den 8er Steckschlüssel heute noch. Das ist locker. Das machen wir auch noch fest. So. Weil wie gesagt, klappern darf nicht an so einem Rad. Das nervt mich total persönlich, deswegen lieber einmal festschrauben. Schön. Upsa.
Fahrrad ist fertig. So, haben wir. Mensch. Ja, wenigstens was. 80 Euro weg. Also, ich mache jetzt erstmal ran hier und nur noch mit Klingeln auf, weil, kommt keiner, draußen sind auch sehr wenig Leute unterwegs. Es ist verständlich. Fahrrad fährt, mehr aber auch nicht. Jetzt auch kein Glanzstückchen. Aber es fährt bestimmt noch mal 5-6 Jahre. Gut, würde mal sagen, wir sehen uns später noch mal. Bis dann. So, ganz anderer Auftrag. Kam gerade durchs Fenster rein, weil in Zeiten von Corona kommt auch manchmal so ein Auftrag durchs Fenster. Das ist Omega Seamaster Quarz. Schönes, flaches Modell. Armband muss gekürzt werden. Original ist es auf alle Fälle. Sieht ganz okay aus. Der Boden ist ein bisschen zerdeppert. Ich schau mal, ob ich das hier... Kürze die Seite nicht mehr. Auf der Seite kann man... Ne, kannst vergessen. Da haben wir so. So. Aufgrund der allgemein bekannten Lage verändert Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 12 bis 16 Uhr. Und wir haben schon einen großen Auftrag. Das Rad hier. Und ein Schrottrad zu reanimieren. Na, dann schauen wir doch mal. Jetzt mache ich erstmal ein Schrottrad, dann das andere. Hinten ist nur Platz, sagt sie. Das Rad soll einfach nur fahren und dementsprechend werde ich das auch machen. Einfach nur Fahrarbeit und das Rad. Fertig, Licht läuft, Klingel geht, Schaltung geht, Antrieb selber geht, kein Lagerspiel, Vorderrad ist gemacht, Hinterrad ist gepumpt, mehr ist nicht dran an so einem Rad. Großkampftag hier. Hinterrad neu. Tja, Mensch. Allgemeine Verunsicherung hier bei den Leuten. Kommt es zu einer Ausgangssperre? Naja, warum nicht, ne?
Dreigangnarbe, Hinterrad, Ständer, Griffe, Sattel billig, Schloss und Klingel. So. Herr Wille? Sie wollen ein bisschen Luft haben, habt ihr das? Steht doch oben, die Brille, oder? Ach was, ja. Sorry. Das Kind war schneller als ich. Siehst du? Alles gut, danke. Dann kommt ein Finger hoch. Bitte, bitte. Wunderschönes Chrom-Rennrad hier. Der Rahmen, ich finde ja sowas toll. Gut, die Teile finde ich nicht so gut, dass sie da wieder so billige Teile dran machen. So ein Rahmen mit richtig schönen Teilen. Ich mache ja so Chrom. Hier ist auch schon ein Beutel drin, habe ich schon versucht zu klauen offensichtlich. Gefilmt. Okay, Vinora Flash habe ich jetzt hier auf alle Fälle. Kennt er ja schon. Das gute Vinora, es ist verkauft. Das Vinora ist verkauft. Und zwar an eine kleine Dame. Sie möchte aber es aber modifiziert haben. Und zwar mit einem geraden Lenker. Kann man nicht machen. Kommt ein gerader Lenker ran. Gerader Lenker, andere Bremshebel und dann ist das schick. Und dann schauen wir mal. Neue Bremszüge, dementsprechend alle Bremsanlage. Alles neu. Picobello. Machen wir. Zuerst mal wickele ich das Lenkerband hier ab. Ja. Zack. Gleich auf der anderen Seite hier. Hallo. Hi. Also hier vorne sind dann die Inbusschlüssel drin, mit denen man das löst. Also die Inbusschrauben natürlich, mit denen man das löst. Die Inbusschlüssel habe ich hier. Zahnbürste mit der du hier so nee. Kleinigkeiten so machst? Nee. Nee. Ich hab immer zu Hause diese Gewinde für dich versendet sind, ey. Das merkt man richtig beim Aufdrehen. So. Ja, leider nicht. Jetzt, jetzt brauche ich den Schlüssel, den der Kollege hat. Aber keine Bast, ich habe ja mein super Werkzeug. Tada, tada, tada. Tada.
Okay. Ja. Das ist mir alle so schlecht. Der Kasten jetzt eigentlich an der vorderen Schaltung gemacht, dass das jetzt so locker ist. Ja, klar, aber ich meine, also kann man jetzt beliebig weit spannen. Jetzt gibt es ein bisschen Jugendbetreuung und das Wort. Ach, und das Wort. Natürlich. Ich will nicht schmerzen. Auf den Tag ein, Corona. Bist du jetzt da? Ja. Junge, warum hast du meinen Gemüsesaft aufgemacht? Ich dachte, der ist schon offen. Nein, das sind keine 60 Packungen. Da fehlt noch fast die Hälfte. Das ist so fein, das schmeckt so gut. Und jetzt hat sie noch nicht. Das ist ins Gehirn gedrückt. Ah, Leberwurst. Leberwurstflash. Leberwurstgehirn. Das ist ein Wasser trinken. Wie auf Antwort warten. Warum mal aufzuschwupfen? Mach ab. Noch mehr, oder? Laut! Es gibt sogar Erbsen, so. Meine Güte. Naja. Schön Feierabend damit mit diesen wundervollen Godzilla-Mondbildern. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.